So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overcooked 2. Ich hoffe, dass wir in dieser Session Night of the Hungry Horde durchkriegen. Wir haben eigentlich etwa die Hälfte den Sternen nach zu urteilen. Das heißt, wenn wir wieder 4 Parts machen, dann müsste es danach durch sein, theoretisch. Probieren wir es einfach mal aus. Wo sind wir denn gerade? Also, es startet jetzt wieder ein Horde-Level, das 4. Horde-Level. Danach müsste Welt 3 kommen und dann die letzten Horde-Level. Zumindest glaube ich das mal. Also starten wir einfach rein. Die Horde-Level sind ein bisschen länger als die normalen Level. Meistens. Und ich glaube, das steigert sich auch mit der Zeit immer weiter. Also weiß ich noch nicht, ob wir alles in eine Session kriegen. Auf jeden Fall, es gibt neue Gegnertypen. Statt dem Brot gibt es jetzt die Zombie-Chili-Schoten. Die haben schnelle Angriffe und sind sehr beweglich. Das heißt, sie sind einfach schneller. Da muss man sich ein bisschen beeilen. So, auf jeden Fall, ja, machen wir das wie immer. Wir werfen erstmal einfach den Reis da rein. Okay, das war klar. Was brauchen wir noch? Hühnchen. Hühnchen. Kann er selber schneiden. Okay, sehr gut. Dann brauchen wir das hier. Das hier, da drüben, kann auch Hühnchen schneiden. Moment mal. Jetzt Moment mal. Warte mal, ich muss es, glaube ich, noch mal kurz machen. Ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt. Schneiden können beide Seiten. Wir sollten auch beide Seiten schneiden. Allerdings bringt das natürlich nicht viel, wenn man nur eine Seite gleichzeitig sieht. Wir machen Folgendes. Wir machen kurz hier eine kleine Art... Hep. Diesmal brauchen wir Fleisch, okay. Du schnippst einfach mal drauf los. Du legst schon mal Stuff bereit. Der auf der anderen Seite muss Fleisch braten. So. Diesmal Hühnchen. Okay, der Fleisch bratet, der kümmert sich hier gleich drum, dass diese... Das ist tatsächlich eine Chilischote da oben, dass die gleich abhaut. Die macht nämlich sehr viel Schaden. Muss man gleich reparieren. So, das da müsste gehen. Okay, es geht. Dann kannst du rein theoretisch die Teller auch da hinlegen. Du kannst dem da Reis geben. So, runterwerfen. Fangen, hier hin tun. Und du nimmst das, gibst es dem zurück. Okay, es switcht. Das ist mies. Als nächstes, oh je. Machen wir hier weiter. Der hier legt die Pfanne bereit, genau. Der legt das bereit. So. Ist ja gut. Und so. Du solltest es gleich fangen und zack. Okay, das wäre schon mal soweit alles. Dann kann er erstmal spielen kurz. Was können wir noch machen? Eigentlich nicht viel. Kurz warten, theoretisch. Weil der auf der Seite mit der Pfanne macht gerade alles. Man könnte theoretisch schon mal reparieren gehen. Vor allem, solange man nicht weiß, was man sonst tun soll. So, fang, zack. Und fang, zack. Hier kann man auch gleich reparieren. Gegner, wo bleibt ihr? Nächste Welle bitte. Danke. Okay. Ready machen das hier und das hier. Okay, wir brauchen einmal das. Wo ist das denn jetzt gelandet? Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier kurz rausholen. Der soll schon mal schneiden. Das war jetzt doof. Das war ungutes Timing. Das war ganz ungutes Timing. Okay, beide schneiden kurz. Wer ist dringender? Ich weiß es gar nicht. Die sind ungefähr gleich schnell da. So. Und so. Dann brauchen wir hier noch einen Teller. Okay, den haben wir hier. Die anderen Teller kann man schon mal spielen, weil der jetzt da sich um die Pfanne kümmert. So, bringt das weg. Tschüssi. Und der nächste bringt das weg. Und tschüss. So, dann weiter mit dem Reis. Keine Ahnung, warum der jetzt da in der Ecke steht wie die Blair Witch. Nein, okay, shit. Dann machen wir das so. Dann brauchen wir die Teller wieder. Nicht dringend, aber sollten wir mal wegtun. Dann nehmen wir das dahin, das dahin, das dahin. Wir haben keinen Teller da an der Stelle. So. So. Was? Ah, das war jetzt nicht unbedingt. Egal. Fleisch. Okay, Fleisch. Normales Fleisch. Einmal und zweimal. Schlecht geworfen, macht aber nichts. Okay, bis jetzt alles gut. Wir brauchen noch ein drittes Fleisch gleich. Der hier wirft das gleich da hoch und dann kann er wieder schnippeln gehen. So, weiter schnippeln. Du wirfst das dahin und machst die Teller. Das funktioniert auch smooth as fuck. Okay, da unten ist eine Chilischote. Die brauchen wir zuerst. Ja, die sollten wir auch gleich reparieren. Hier, oh je. Okay, alles klar, alles gut. Nichts passiert. So. Und... Ach komm. Das war assi.
Ja, ja, ist ja gut. Wir bringen das da dem hier. Das andere bringen wir gleich dem anderen. Oh, schnibbeln. Reparieren. Ja, ja, okay. Auch nochmal reparieren. Du kannst einfach zu schneiden hier. Gut. Ah, da ist ja schon fertig. Sorry, eigentlich musst du nicht schneiden, aber ist egal. Eigentlich solltest du lieber waschen an der Stelle und das da hinlegen. Der andere kümmert sich um den Taco. Wir haben keinen Reis mehr schon wieder. Okay. Das macht aber nichts. So. Das ist scheiße. Da war schon wieder so ein Ding im Weg. So. Und Abfahrt. Das war keine Absicht. Ah. Okay. Alles gut. Nichts passiert. Wir machen das jetzt irgendwie so. Das ist ready. Du holst kurz das Taco-Ding. Okay. Was brauchen wir jetzt? Hühnchen und Fleisch. Was piept da? Nix. Okay. Ah. Was ist eine Verarsche. So. Du kümmerst dich nicht hier drum. Mist. Egal. So, Delle. Okay, der muss kurz reparieren. Oh, da ist schon wieder so eine scheiß Chilischote. Die sind gefährlich. Aber das Fleisch ist ja zum Glück als erstes fertig. So. Ich wollte es gerade werfen. Das geht aber nicht. Okay. Wieder Fleisch. Da ist schon wieder eine Chilischote. Das... Oh je. Moment. Wir brauchen an der Stelle schon wieder Reis ohne Ende. Einmal. Taco. Das dahin. Das falsch. Das da zuerst. Oh oh. So, geschnibbelt. Okay. Repariert. Was noch? Da oben. Okay, da oben. Ich bin dabei. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Ganz ruhig. Oh je. Stopp. Oh je. Okay. Ah, alles klar. Ist alles geplant, alles geplant. Okay, wir müssen ganz dringend waschen. Waschen und Fleisch schnippeln. Scheiß auf Waschen. Weitermachen. Hier, nimm das. Ich muss weitermachen. Ah, okay, jetzt geht's gerade rund hier. Hey, hey. So. Das hier ist schon wieder fertig. Das da muss in die Pfanne. Du holst den Reis ab. Dann brauchen wir zweimal Tacos. Und dann hätten wir das vorerst soweit. Ja, 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 ich bin dabei, ich bin dabei. Ich schneide, ich repariere. So. Dann kriegt der hier sein Futter. Zack. Und Abgabe. Okay, mehr Reis bitte. Danke. Einmal. Und zweimal. Okay, was passiert als nächstes? Oh, das mal wieder. Auch gut. So. Welle 5. Das ist die letzte Welle. Fleisch. Und Reis abholen. Einmal. Zweimal. Und Fleisch. Und mehr Fleisch. Oh je. Wo ist... Wer ist davon? Okay, das ist da. Oh, das sind sogar zwei. Oh je. Oh je. Jetzt könnte es schwierig werden. Einmal. Zweimal. Oh, reparieren da oben. Ich repariere gleich überall, weil die Chilischoten sollte man nicht unterschätzen. Vor allem, wenn da zwei auf einmal sind. So. Dann einmal Abgabe dem oberen. Und einmal Abgabe dem unteren. Wir schneiden gerade gar nichts. Das ist dumm. Dann das hier. Darüber werfen. Ja, ja, ja. Du schneidest. Okay. Ups. Gibst dem da ein Hühnchen. Dann schneidet er das. Und dann brauchen wir nochmal einmal Reis. Fuck. Okay. Pfanne. Hey, hey, ich kann mir schon schwitzen. Warum werfe ich denn da rüber? Ah, alles gut, nichts passiert. So, da drüber werfen. Ah, okay. Reparieren. Waschen vielleicht nochmal. Keine Ahnung, ob wir es gerade brauchen. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht, wo sind die ganzen Teller? Ach, die kommen gerade erst an. Fertig. Fleisch. Da hat es kurz geleckt, keine Ahnung. So, und dann brauchen wir noch einen Taco hier. Und dann dürften wir fertig sein. Und tschüss. Smooth as fuck. Und es hat trotzdem 9 Minuten gedauert. Also die Horde-Level, die gehen echt ein paar Minuten. Also 9 Minuten mit Intro und so. Insgesamt wahrscheinlich eher so um die 7. Aber lang genug, dass es kein normales Level ist. Okay, dann hätten wir Horde-Level 4 geschafft. Jetzt kommen wir zu Level 5, nehme ich an. Ja, immer das auf den Mauern ist ein Horde-Level. Ups, umgefallen. Ich schneide hier ganz kurz. Und weiter geht's. Boah, wieso laggt das jetzt? Okay, Horde 5. Ich hoffe, es hört gleich wieder auf. Ich habe dem Spiel keinen Grund gegeben zu laggen. Ich habe nur kurz geguckt, ob die Aufnahme funktioniert, mehr nicht. Alles klar, es gibt wieder Burger. Wenn ich das richtig sehe. So, geht wieder. Freischaltbare Tore. Verwendet Geld, um Tore freizuschalten, die euch Zugang zu Abkürzungen und zusätzlichen Kochstationen verschaffen. Genau, das gibt's jetzt. Ah, hier ist eine Abkürzung rechts unten. Okay, da haben wir noch kein Geld. Wir brauchen Fleisch. Gleich mal Fleisch schneiden. Okay, wir brauchen am Anfang nur Fleisch, das ist gut.
Dann brauchen wir als nächstes Burger auf Buns auf allen Sachen. Dann stellen wir uns kurz hier hin, werfen mir das zu. So, da oben brauchen... Was war das für ein seltsamer Lag, ey? Zum Glück ist nichts passiert. Okay, und dann brauchen wir da oben auch noch Käse. Ich glaube, das werde ich so früh wie möglich machen, diese Dinger freischalten. Dazu muss ich halt gucken, dass ich so wenig Schaden wie möglich abkriege in der Zeit. So, einer ist weg. Da brauchen wir wieder einen normalen Fleischdinger ohne irgendwas dazu. So, Abfahrt. Einmal weg. Und dann sollten wir eigentlich waschen. Och Gott. Wie viel kostet das? 100. Ah, kann ich kaufen. Instant gekauft, sehr gut. Dann ist das schon mal weg. Dann können wir einfach weiter Fleisch machen. Seht ihr, jetzt geht das hier viel smoother an der Stelle. Nur gucken, dass das hier fertig wird und dann gleich waschen. Und jetzt laggt schon wieder ganz gemein an manchen Stellen. So, weiter geht's. Zack. Und weiter schnibbeln. Schnibbeln ist immer wichtig. Buns kann man später holen. Buns sind nicht so wichtig. Außerdem kann man die hier ganz gut platzieren an der Stelle. Wenn man immer zwei Teller hat, funktioniert das. So. Der braucht einmal alles, also holen wir alles. Rot und Grün, Tomate und Salat. Shit. Okay, ich wollte jetzt eigentlich den Burger gleich abholen. Oh je, da ist einer, der ist wichtig. Da ist einer, der muss sofort weggeworfen werden. Zack, zack und... Ah, geh weg. Ich krieg's das hier. Ach, stirb. So, okay, der ist hinüber. Und der ist auch hinüber. So, tschüss. Okay, smooth as fuck, weiter geht's. Am besten gleich waschen. Dann haben wir wieder zwei Teller. Zwei sind am besten an der Stelle. Weil man die hier so schön platzieren kann. Okay, weiter geht's. Funktioniert, alles super. Brauchen keine drei Teller. Drei Teller sind was für Angeber. Ah, shit. Jetzt kommen die wieder. Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall wieder Käse und... Käse und... jetzt haben wir schon. Okay, oh, oh, oh. Schnell reparieren. Okay. Weiter schneiden. Du nimmst das hier mit, bringst es auf den Burger, stellst das da drauf und machst einfach weiter wie der andere. Einfach hier weiter schneiden. So, Abfahrt. Und das hier wäre fertig. Das geben wir jetzt dem oberen zuerst. Und beim anderen brauchen wir noch grünes Zeug. Salat. Okay, dann mache ich weiter mit Fleisch, denn wir brauchen wieder Fleisch. Oh je. Seht ihr, wie schnell der hier ist? Der andere, das Brot hat noch nicht annähernd so viel Schaden gemacht wie die Chilischote da. Die mich übrigens an eine Karotte auch erinnert. Weiß nicht, ob es wirklich eine Chilischote ist. Upsi. Okay, alles gut. Ah, gib mir das. So, her damit. Weitermachen. So. Funktioniert irgendwie. Und dann auf den hier drauf. Fertig. Abfahrt. Okay, weiter. Du kannst weiter schneiden. Du wirfst das in die Pfanne und holst den Teller ab. Wirfst ihn auf den Boden auszusehen, sehr gut. Es sind wieder 5 Wellen, aber diesmal geht es irgendwie schneller, habe ich das Gefühl. Vielleicht auch nur, weil ich vorher schon weiß, was ich machen muss oder kann. Und zwar einfach eigentlich alles. Der sollte schneiden, ehrlich gesagt. So, beides sind nur Brote, das ist gut. Dann brauchen wir noch mehr Käse. Da kommt die Chilischote, die ist das größere Problem. Dann machen wir die Chilischote zuerst. Dazu brauchen wir noch Salat. Und das Brot da unten sollten wir auch abgeben. So, einmal weg. Und jetzt kommt wieder... Da brauchen wir aber Fleisch. Fällt mir gerade so auf. Okay. Kann man das da drauf werfen? Schade eigentlich. Geht nicht. Okay. Das sollten wir abgeben. Scheiße. Ja, genau. Nimm du das. Weg mit dir. Okay. Schnell reparieren. Der ist hinüber. Okay. Oh, oh. So. Als nächstes sollten wir wieder den fertig machen, der... genau den hier, der eine Chilischote ist. Ah, warte mal. Oh Gott, es wird gerade ein bisschen viel auf einmal. Wir sind noch nicht mal im... Wir sind noch nicht mal im letzten... In der letzten Welle. So, so. Bun. Grünzeug drauf. Weiter schneiden. Käse drauf. So, dann kann nämlich... Ah, dann kann nämlich die Chilischote erstmal verschwinden. Dann machen wir hier Fleisch weiter. Platzieren die beiden. Brauchen grün und gelb. Ah, schneid weiter. Okay. Ah, reparieren. Okay, zum Glück haben wir mehr als genug Geld. Gar kein Problem an der Stelle. So, das haben wir gutes Timing bewiesen. Fast zu gut. Hätte ich beinahe missgebaut. Okay, als nächstes, ja, passt.
das stellen. Das brauchen wir gar nicht hinstellen. Das geben wir gleich ab. So, und weiter geht's. Einmal schneiden. Und nochmal schneiden. Und waschen. Beide? Ja, waschen beide. Eins kann ja auf der Spüle stehen bleiben, während wir das andere schon mal richtig platzieren. So. Buns. Buns. Das ist nur ein Brot, keine Panik. Buns. Was ist das? Das ist wichtig. Okay, das geben wir sofort ab. Zack, 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 weg. Der kam nicht mal an. Okay, dann Käse, wer Fleisch. Oh je. Das ist kein Käse, by the way. Aber ich hab schon mal... Ah! Okay, der muss schnell abgegeben werden. Da ist nämlich wieder eine Chilischote. Oh Gott, da kommt schon die nächste Chilischote. Okay, 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 okay. Ah, das brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Welches? Das da, okay. Nein, ihr kriegt keinen Damage rein, ihr Penner. Okay, du da, geh weg. Du bist zwar am wenigsten gefährlich, aber geh weg. Ah! Ah, shit. Fronteller. Okay, scheiße gebaut. Passiert, kann man jetzt eh noch nicht abgeben. Warte, mach erst den Käse. Nein! Mach den Käse! Blockier erstmal alles. Ah, okay. Okay, Fleisch. Weil den kann man nämlich direkt abgeben an den oberen, der hier schon wieder blinkt. Weg mit dir. So. Und das könnte der letzte sein, wenn es gut läuft. Du schneidest das Grünzeug und die Tomate kommt als nächstes und dann müssten wir fertig sein. Dann haben wir auch schon wieder gut Zeit gebraucht für diesen Part. So, Abfahrt und tschüss. Okay. Das wäre Horden Level 5. Auch easy in einem Part kurz durchgerusht. Also ich sag mal, es geht schon so 7-8 Minuten pro Horden Level. Ist eindeutig länger als normales. Okay. Frage ist, kommt es noch ein Horden-Level? Wenn ja, packe ich das vielleicht noch in diesen Part. Wenn nein, okay, ja, dann machen wir das auch noch kurz in diesem Part. Dann machen wir einfach 3 Horden-Level, auch wenn der Part ein bisschen länger geht. Aber ich will jetzt hier an der Stelle nicht direkt beenden, sondern kann im nächsten Part vielleicht gleich Welt 3 beginnen. Rush mal hier halt kurz durch, was soll's. Also gut, haben wir hier, was haben wir hier? Neue Gegnertypen. Der Zombie-Apfel ist langsam, richtet schweren Schaden an und braucht 2 Mahlzeiten, um besiegt zu werden. Ja, der ist ein Problem, ich erinnere mich. Wir haben... Ja, Nudeln, okay. Okay, Nudeln, Nudeln, einmal, zweimal, was müssen wir schneiden? Okay, das hier, da kann man schneiden. Oh, da ist schon ein Apfel, da ist schon ein Apfel. Das nehmen wir gleich mal mit. Ich glaube, das wird verschoben, so wie hier die Teller stehen. Einmal, zweimal, Pfanne, Fleisch. Wir wissen halt nicht, was die zweite Mahlzeit ist, die der Zombie-Apfel will, ist das Problem. Aber wir müssen uns hier ein wenig auf jeden Fall beeilen. Ah, jetzt dreht sich's. Okay, das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Weg mit dir zum ersten. Und hier zum zweiten. Okay. Teller. Und nächster Teller. Gut. Dann gleich die nächsten Mahlzeiten. Mehr Fleisch. Der ist wichtig. Gut. Dann schicken wir gleich mal den Apfel ins Nirvana. Dann haben wir den. So, weg mit dir. Und dann brauchen wir nochmal Pilze hier. So. Das Drehen ist ja wirklich kein Problem. Das war nicht absichtlich. Ich sollte jetzt noch keine Nudeln machen. Das kann man drüber werfen, aber über den Topf kann man nicht drüber werfen. Naja, ist irgendwie auch logisch, der Topf ist ziemlich hoch. So, bevor wir Nudeln machen, sollten wir immer gucken, dass Teller da sind. So, zum Glück gibt es hier keine... Zum Glück gibt es hier keine Abkürzungen, die man freischalten kann und sollte und muss und wie auch immer. Das könnte ein bisschen länger werden, dieses Level, sehe ich gerade. Mal sehen, wie wir es hinkriegen. So, schneiden, spielen. Da kriegst du noch eins. Okay. Ah, Arschloch. Alles klar. Jetzt muss ich da ganz weit laufen. Okay, wir brauchen Fleisch. Brauchen wir sonst noch was? Gerade nicht, okay. Teller hat es noch ein. Wir brauchen einmal Meeresfrüchte. Wie gesagt, nur ein Teller, da fehlt einer. Ne, der, ach, der ist auf der Spüle. Okay, können wir gleich mal hier weitermachen. Und da ist auch noch... Meeresfrüchte ist gefährlich. Also der Gegner, der Meeresfrüchte will, ist gefährlich. Ah, ach ja schon. Ah, falsch. Und das hier. Ja. Jesus Christ, da passiert so viel auf einmal. Einmal. Und zweimal.
Das kann man gleich mitnehmen. Ah, sind die Fische noch nicht ge... Ja. Okay, alles gut. Nichts passiert. Alles gut. Alles gut. Zack. Nein! Ah, da hat es mich kurz an der Nase gekratzt. Okay. Ja, reparier den gleich mal. Ja, es war klar. Okay. Ja, ich will... Ich will doch den Teller mitnehmen, Mann. So. Jetzt aber hier. Zack. Und weg mit dem Penner. Okay. Next. Machen wir das gleich. Auch wenn... Ach Gott, habe ich vergessen. Auch wenn hier nur ein Teller ready ist. Oder noch gar keiner ready war, aber das gleichzeitig. Okay, was sind die nächsten Mahlzeiten? Wieder kann man noch nicht vorausplanen. Wieder Meeresfrüchte. Meeresfrüchte sind... Ah, hab ich erwischt, sehr gut. Meeresfrüchte sind kein Problem. Wir haben überhaupt keinen Platz hier. Und Fleisch. Aber erst Meeresfrüchte. Ah, das ist falsch, das haben wir schon. Erst Meeresfrüchte, da sind wir schon dabei. Sordele. Dann Fleisch und da oben Pilze. Pilze sind... Scheiße, ist die Chilischote. Okay, mach die Pilze zuerst. So... du kannst Fleisch schneiden, so lang. Der hier kümmert sich... Ah! Habe ich nie repariert. Ah! Ist ja gut, Mann. So, was noch? Ah! Okay, nichts passiert. Weg mit dir jetzt. Ich hätte es viel früher machen sollen. Ah, die Pilze sind auch schon fertig. Ah, stopp! Ja. Repariere. Okay. So, und weg mit dir. Alles klar. Dann hätten wir das Show soweit erstmal erledigt. Dann brauchen wir den Teller. Oh mein Gott. Okay, und weg mit dir. Okay, das war relativ smooth. Dann können wir hier weiterspielen. Ach, du spielst... Ja, egal, wer spielt jetzt. Wir brauchen dann weitere Nudeln. Wir haben noch ein Ding ready. So, weiter geht's. Was hast du jetzt in der Hand? Okay. Das kann man jetzt mal wegwerfen. Das ist nicht wirklich... wichtig gerade, dass wir es nicht wegwerfen. Hebt es auf. Oh Gott, da unten ist ja auch einer. Wo kommt der jetzt her? Halt. Okay, halt. Meeresfrüchte unten. Meeresfrüchte sind die, die am meisten brauchen. Am meisten Zeit im Biss brauchen. Okay, du gehst mal weg da. Wir brauchen das hier zuerst. Oh Mann, die Chilischoten gehen mir auf die Nerven. So. Reparieren. Schlecht geworfen. Ja, nerv mich nicht, du Chilischote. Okay, weiter schnippeln. Sind die Pilze zuerst fertig. Oh, mehr Pilze. Mehr Pilze. Oh, ich glaube, wir haben nicht genug Nudeln. Ich glaube, wir haben hier nicht genug Nudeln. Wir müssen spielen. Ja, spielen an der Seite. Stopp. Oh Gott, komm ich gerade ins Schwitzen. Das glaubt ihr gar nicht. Okay, fuck. Das muss auf den Boden. Ja. Reparieren gleich. Okay. Reparieren. Und... Essen von der auf dem Boden liegenden Pfanne holen. Funktioniert. Weg mit dir. Mann. Okay, einmal. Oh Gott, Alter. Zweimal. Pilze in die fucking Pfanne. Teller, wo kommt der jetzt her? Okay, alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Du solltest spielen. Zack. Zack. Pilze. Zack. Weg mit dir. Oh, den sollte man reparieren. Der wollte gerade schon wieder anfangen zu piepen. So, und ich mach gleich mal die Nudeln rein. So, scheiße, da war eine Wand. Okay, hat funktioniert. Alles klar, wir haben es soweit erstmal geschafft. Jetzt kommt die schlimmste Welle von allen. Und alles kommt gleichzeitig. Meeresfrüchte zuerst, wie es scheint. Oh Gott, wir brauchen alles. Okay, Fleisch zuerst. Oh je. Warte mal. Du da runter. Aha, reparieren. Okay. Du das da vom Herd nehmen. Okay. Piept noch irgendwas? Nein, okay, sehr gut. Doch, jetzt schon. Aber das ist nur ein Dinger. Okay, wir müssen das hier zuerst schneiden. Noch piept nix. So. Okay. Oh. Nix. Hier gibt's nix. Okay. Boah, Alter, jetzt ehrlich, wenn man das ganz allein macht, das ist echt ein Haufen Arbeit hier. Schneiden. Okay, und nochmal Fleisch. Wieso ist das schon fertig, Mann? Okay. Ich krieg gerade echt Kollaps. Ich repariere jetzt einfach alles. Dann ist das erledigt. Und dann packe ich hier noch einmal Nudeln rein. Und dann werfe ich den Typ raus. Weg mit dir. So, und der oben braucht dann auch noch Meeresfrüchte. Das geht voll in Ordnung. Weil der ist nur ein Brot.
Gott. Okay. Und reparieren. Und das. Ich glaube, wir haben es geschafft, so ziemlich. Müssen nur noch... Ah, schon wieder. Chill doch mal. So. Einmal Fleisch für dich. Und Meeresfrüchte für den letzten. Und dann haben wir es. Okay. Oh, sehr gut. Hartes Level. Relativ langer Part. Deswegen werde ich gleich gar nicht lange abkommentieren. Sondern sobald das Level hier vorbei ist, direkt den Part beenden. Selbst wenn der Zwiebelkönig noch was zu melden hat, werden wir das im nächsten Part erst anhören. Denn der Part hat sich etwas gezogen, weil ich dieses Hordenlevel da noch reinkriegen wollte. Aber wir haben 3 Hordenlevel in einen Part gepackt. Und vielleicht kriegen wir jetzt den restlichen Level alle auch noch in 2 Parts. Vielleicht auch in 3, wer weiß, muss man dann sehen. Und das nächste Ziel ist Welt 3-1. Okay, der Zwiebelkönig schweigt noch. In dem Fall sehen wir uns beim nächsten Mal in Welt 3-1. Macht's gut und bis dann. Ciao.